Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, es wird sich einiges ändern in nächster Zeit auf unserem Kanal, nämlich die größte Nachricht direkt zu Anfang. Davalle ist leider ausgestiegen, sage ich mal, von unserem Kanal. Macht nicht mehr mit. Genauere Gründe sage ich jetzt einfach mal nicht aus Privatsphäre und so. Ja, was bedeutet, die ganzen Projekte, die ich momentan mit dem Valley zusammen mache, werde ich zum Teil weiterführen, natürlich auf andere Art und Weise, andere vielleicht durch ein anderes Projekt ersetzen. Ja, fangen wir mal bei War Thunder an, das Hauptprojekt ja quasi. Ich werde das wahrscheinlich in zwei Spalten aufteilen. Einmal werde ich ganz normal weiter im Online-Modus realistische Schlachten machen, Flugzeuge und Panzer durchgemixt, damit ich da nicht so gebunden bin. Andererseits werde ich die andere Hälfte ganz einfach ein, ich sag mal, Let's Test Premium-Tanks machen. Leider nur auf dem Testgelände, weil ich eben mir nicht die ganzen Heavy-Tanks, sag ich schon, Premium-Panzer kaufen kann, weil das halt insgesamt schweineteuer ist. Das heißt, wir werden nach und nach die Panzer durchklappern, anfangend bei den Amerikanern. Von Stufe 1 zu Stufe 5, 6, wenn es gibt, werden mal alle durchklappern. Und ja, mal gucken, ob ich das weitermache oder ob mir das irgendwann zu langweilig wird, weiß ich noch nicht. Und Man of War Assault Squad 2 wird sich auch was ändern. Ich werde das Projekt weiterführen, aber keine Multiplayer-Gefechte mehr machen, sondern ich werde die Kampagne durchspielen. Ich bin mir noch nicht sicher, bei wem ich sie spiele, ob ich bei der Sowjetunion oder bei den Briten spiele. Die Deutschen habe ich schon angefangen, die Amis habe ich schon angefangen, deswegen würde ich gern was Neues ausprobieren, also die Sowjets oder die Briten. Mal gucken, was genau. Und Heroes and Generals, was ja noch relativ neu ist, das Projekt, das werde ich leider nicht weitermachen, denn alleine ist dieses Spiel, man muss da schon ein bisschen zu zweit spielen, damit es wirklich Spaß macht, damit man auch immer wieder mal taktisch vorgehen kann und einfesseln kann. Heißt, das Projekt werde ich am gleichen Punkt eventuell ersetzen durch die Kampagne von Arma 3. Wer Arma 3 nicht kennt, es ist ein Militärsimulator, einer der besten meiner Meinung nach, mit haufenweise Mods, Zusatzpaketen und sehr, sehr schwer. Die Kampagne ist ziemlich schwer, das heißt, ich werde entweder sehr viele Versuche brauchen oder irgendwann das Projekt abbrechen, wenn ich es denn überhaupt mache, da ich mir nicht sicher bin, ob ich das packe. Ja, zu arg, da kam mir jetzt eine Weile nichts mehr. Lag ganz einfach daran, ich hatte Probleme mit YouTube, mit dem Upload. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der die Videos jetzt in der richtigen Reihenfolge hochlädt. Obwohl ich eigentlich nochmal durchgeschaut hatte, es dürfte eigentlich alles passen. Ja, das wird jetzt weiterlaufen, noch eine ganze Weile, glaube ich. Wir werden einiges machen, unter anderem werden wir noch, wie sich der Martin gewünscht hat, eine Landtour machen mit unseren Landdinos über die Insel erkunden. Unter anderem wollten wir ja auch unbedingt nochmal die Kristallhöhle versuchen, ob wir es denn endlich dieses Mal schaffen mit Raketenwerfern. Wir werden, denke ich mal, auch noch Kanos, Raptoren zähmen, damit wir besser durchkommen. Und eben mit den ganzen neuen Waffen, die wir jetzt haben, mit der, was war das, 200 irgendwas Prozent Assault Rifle. Und wir werden, das wird wahrscheinlich das Finale des Projekts ARK sein. Was wir danach machen, will ich jetzt erstmal noch nicht verraten. Ja, das Finale wird wahrscheinlich die Reise in die Welt in der Welt sein. Wer ist nicht... Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon so. Der Upload-Plan werde ich, glaube ich, in die Videobeschreibung packen, sobald ich einen genaueren ausgearbeitet habe, weil ich mir eben noch nicht so 100% sicher bin, welche Projekte ich denn mache. Ja, und ich habe mir überlegt, da kann ich jetzt aber leider noch nichts versprechen, denn ich weiß nicht, ob ich das zeitlich noch hinkriege, ein Weihnachts- bzw. Silvester-Special raushauen, einen Zusammenschnitt von den Best-Offs. Da will ich aber keine Hoffnungen machen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege, zeitlich und auch aus anderen Gründen.
Ja, und ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Mal und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder bei ARK Heroes and Generals eben nicht, sorry, dann Arma 3, Man of War oder War Thunder weitergeht. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut.